Recht herzlich willkommen zur 74. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal habe ich hier reingeguckt, das ging ja noch nicht. Das könnte damit zusammenhängen, dass mein Forschungslabor noch nicht so weit entwickelt ist, hat der Dralo geschrieben gehabt. Und das kostet uns 451, wir haben 1,2 Millionen, dann upgraden wir das doch mal gerade und dann gucken wir nochmal rein und siehe da, jetzt geht's. Aber ich brauch's nicht machen, hat der Dralo gesagt, weil das jetzt nicht gerade wichtig ist. Er meinte, wir sollten jetzt mal gerade die Mun-Rakete nehmen und damit nach Minus fliegen. Minimus. Minimus heißt es Minimus? Minus nicht, auf jeden Fall Minimus. Gut, dann gucken wir doch mal. Okay, wo ist die? Da sind noch so ein paar Sachen, die hier lockt Invalid Parts. Was? Okay, das können also so Forschungsgesachten gewesen sein, ne? Oh, da ist auch so ein Teil dran, ne? Aber welche Parts sind das dann, ne? Das ist die Frage. Einmal Small Nose Cone. Ah, da steht's dran, ne? Okay, das ist prima. Dann müssen wir hier hin. Einmal, das wird wohl irgendwie so ein, sag schon, Forschungsauftrag gewesen sein. Achso, da müssen wir erst die Rakete öffnen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Muna, da ist er. Load. Ja, dann ist es dieses Teil, was wir nicht benutzen dürfen. Und dann machen wir so eins drauf dann. Na. Hallo? Achso, ich muss nur anklicken, nicht ziehen. Und schon sieht das gut aus, oder? Saven war. Achso, die Care-Geschichte war noch hier, aber das Care ist hier drin, ja? Jetzt frage ich mich gerade, warum das... Ah, wahrscheinlich ist die hier richtig eingebaut. Warte, nee, das war falsch. Kompakt nicht Settings. Aber da ist Partless auch eingestellt. Was ist jetzt, wenn es geklickt ist, ist es? Ich glaube, wenn es geklickt ist, ist es. Also, jetzt passt's. Will ich hoffen. Gut. Wahrscheinlich, weil ich die Rakete jetzt angepackt habe, wo es drin war, funktioniert das Care wieder, weil das in der letzten Folge nicht funktionierte. Ich weiß es aber auch nicht genau. Ist aber auch nicht schlimm jetzt. So, das bedeutet, das haben wir richtig gemacht. Dies ist jetzt nicht hier die Muna Expedition, sondern eine Minimus-Expedition. Gespeichert hatten wir, ist auch egal. Achso, wir wollten noch gerade nach Aufträgen gucken, besser. Vielleicht gibt es ja noch was für Minimus. Gucken wir dann mal rein. Nö. Test Air Skipper Liquid Fuel Engine. Das ist ja ein tolles Ding, da brauchen wir ja nichts machen, oder? Da brauchen wir nur gelandet sein. Dann sollten wir den nochmal gerade schnell machen. Test RE-15 Skipper Liquid Fuel Engine landed at Kerbin. Das ist ein Mun Explodona und das hier unten ist noch 5 Tourists. Ne, das machen wir jetzt nicht. Aber Test RE. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir das an. Und den machen wir gerade vorweg, um ein paar Punkte noch zu kriegen. Okay, geht jetzt wohl immer, oder wie? Na, dann müssen wir mal gerade eine neue Rakete machen. Welche war denn das, der? Ne, das sind ja Booster. Dieser ist es. Den müssen wir testen. Aber der ist jetzt so schlecht zu testen, oder? Weil... Ich glaube, starten müssen wir da schon mit, ne? Machen wir so. Machen wir so. Geht nicht so. Einmal bitte ranzoomen. So. Und dann den Engine darunter. Naja, geht, ne? Oh, das war zu tief.
Ja, der kann sogar fliegen, ne? Vielleicht sollten wir doch noch was ändern. Der geht da nicht dran, ne? Können ja gerade so weit fliegen, wie es geht, und dann vielleicht können wir dann noch. Sag schon, ach, ist egal. Teste das und fertig. So. Wo ist unser Ding da? Na komm schon. Ich glaube, ich muss noch einmal auf Staging drücken und dann ist das Ding durch, oder? Genau so ist es. Wow, das fliegt aber jetzt ganz schön schnell hoch, ne? Puh. Lässt sich wahnsinnig schwer steuern. Krasses Ding, oder? Dingens gibt's dafür. Aber warte, wenn er zerschellt, dann kriege ich ja gar nichts dafür, oder? Das wäre ja dann eine doofe Idee, oder? Na, vielleicht bleibt das Ding heile und dann reicht's noch, oder? Nee, da ist nichts übergeblieben, glaube ich. So ein Shit aber auch. Ja. Test war erfolgreich eigentlich. Da habe ich aber nicht genug Punkte für gekriegt, oder? Doch, das muss einen Punkt nur gegeben haben oder sowas. Egal. Ist was Neues? Nein. Mundkörben, Mund. Da. Achso, nee, den haben wir ja. Wir müssen hier gucken, wenn. Skill Science Data from Surface of the Mund. Und Mund, Exploduna. Ja. Da ist nichts bei. So, das bedeutet, können wir jetzt hier rüber gehen. Die Geschichte mit Muna Alpha benutzen. Und ja, starten wir die, oder? Ja, Rakete in einen Orbit starten, Minimus als Target setzen, Inklination ausgleichen, Transfermode zu Minimus anlegen, Minimus heißt das Ding, anlegen und fliegen. Um Minimus den geforderten Orbit herstellen, sobald der Vertrag erfüllt wurde, die Probe landen. Den Satelliten landen wir dann. Gut, stehen wir da. Geben wir Gas. Ja. SRS an. Ich glaube, dann können wir schon durchstarten, ne? Wie sieht's aus hier? Das passt alles, ja. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Ja, dann 3, 2, 1, go. Sieht gut aus, oder? Ja, können wir schon ein bisschen einnicken. So, also die Karte haben wir nicht gemacht, aber das kriegen wir jetzt gerade noch hin. Ne, das war verkehrt. Aber wir sind wahrscheinlich zu schnell unterwegs, kann das sein? Warte mal. Bisschen Schub wegnehmen, ne? Ja, war jetzt nicht so dolle, ne? So, ein bisschen mehr einschwenken. Oh, da müssen wir die Dinger absprengen schon. Was explodierte da gerade? Das wüsste ich auch noch gerne.
Okay. Das steigt noch, das ist also alles gut. So. Wir sind noch zu schnell unterwegs in dem Sinne, ne? Muss mal einen Schub wegnehmen. Sonst kriegen wir hier unseren Orbit so schlecht hin, ne? Ziemlich dunkel hier. So. 25.000 sind das. Hier schweben so viele rum, ne? Achso, das sind Teile von uns, alles klar. Die sind bald weg. Also momentan würde ich sagen, wir sind viel zu schnell unterwegs. Ah, wir haben bestimmte Dinge nicht eingestellt, kann das sein? Naja, ist jetzt so. Wächst noch, ne? Können aber ruhig, glaube ich, noch so ein bisschen mehr machen. Ja, wird noch mehr. Sieht gut aus eigentlich, oder? 40.000 haben wir gleich auch schon. Leichte ansteigende Kurve. Oh, Treibstoff ist gleich weg. Vielleicht war das doch nicht so eine Idee, das so zu machen. So, Stufe weg. Oh. Ich glaube, jetzt müssen wir ganz stark beschleunigen. Sonst holen wir zu sehr auf. Ja, das war wohl fehlgelaufen, würde ich sagen, ne? Gucken. Ich hätte mehr Höhe gewinnen müssen, ne? Tja. Ob das noch was wird? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Das kleine Triebwerk hat zwar Kraft, aber... Jetzt geht's hier richtig hoch. Richtig. Siebzig. Jetzt müssen wir erst wieder aufholen. Sonst wird das nichts mehr. Ja. Ab hier können wir machen. Slash du kennst. Okay. Oh, da sind wir im Weltall.
Warp ist gleich zu Ende. Okay. Wieder ausrichten. Und Triebwerk starten. So, und dann wird gleich irgendwann die Apoapsis erscheinen. Wollen wir mal ganz stark hoffen, ne? Ja. Hey, die wird nicht mehr erscheinen, einfach aus dem Grunde, weil wir es geschafft haben, das Triebwerk. Sag schon, nicht hinzukriegen. Sonst steht aber auch. Da kommt sie aber noch. So, 71. 96. Gut, das heißt, es ist ein Orbit noch geworden. Das ist die Frage, ob wir noch die Kraft dazu haben, dahin zu kommen, ne? Ja, gut, okay. Ja. Rauszoomen. Minimus, da ist Dingens, so ist, Minimus ist da. Set ist Target. Und dann müssen wir da die Inklination schaffen. Wo ist denn das? Hier ist es. Aber ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Denn diese ist schon ziemlich lang. Okay. Dann recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.